Hallo und grüß euch meine lieben Retro-Freunde, ich bin Daniel und heute habe ich wieder ein neues Paket bekommen. Und ich würde euch empfehlen, lehnt euch zurück, macht es gemütlich, wir schauen uns das Paket jetzt einmal in Ruhe an und ihr seht, los geht's! Das Paket habe ich von einem Sammler bekommen, beziehungsweise der, was seine Sammlung gerade auflöst, und da weiß ich natürlich, dass die Sachen in gutem Zustand sein sollten. Und da oben drauf hat er mir eine kleine Draufgabe gegeben, die werden wir sie gleich als erstes anschauen. Ich habe sogar schon fast hineingeschnitten, wie das Pickel aber da wird. Ja. Man sieht eigentlich dann eh schon ein bisschen, was da drinnen ist. Er hat nur zwei Controller gehabt vom Nintendo, die er nicht mehr gebraucht hat. Ja. Und ja, die hat er mir dazugegeben zu dem Paket. Das ist schon mal richtig nett. Und es geht sich richtig fein auf. Das wird meine Nest-Sammlung sehr, sehr gut aufstocken. Ja, cool, also wie gesagt, der ist eigentlich in einem guten Zustand, ja, ist voll in Ordnung. Der zweite nicht so, aber einen Controller aus Reserve kann man immer brauchen. Ja, da sieht man schon, der ist ein bisschen, was in der Kamera sieht, sehr zerkratzt, ja, aber macht gar nichts. Danke dafür. Und wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Ich kann euch gleich mal sagen, in diesem Paket wird es richtig gelb. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, weil ich habe das Paket ja schon ein, zwei Wochen bei mir zu Hause liegen und bin noch nicht zu einem Video gekommen, beziehungsweise zum Auspacken. Und das freut mich natürlich umso mehr, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es so bestellt habe. Ah ja, sehr gut. Da fangen wir gleich mit dem ersten Spiel an. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist das einzige Super Nintendo Spiel, was da drinnen ist. Und zwar Terminator 2. Das ist so eine Videobuchhülle. Ja. Das ist selbst kreiert. Und das Spiel selber ist auch in einem ja, ordentlichen Zustand. Das passt. Ja, das freut mich. Auf jeden Fall gut für die Sammlung. Ich habe das Spiel schon gehabt, aber da muss ich sagen, das war als Label schon ein bisschen angekratzt und so, und das ist deutlich besser. Und naja, mit so einer Videobuchhülle habe ich eigentlich auch noch nicht gehabt. Also schon mal vielen Dank, freut mich sehr. Und jetzt geht's weiter mit den richtig, richtig coolen Sachen. Ich habe mich getäuscht, es gibt tatsächlich noch Super Nintendo Spiele. Und zwar, da sind zwei Spiele drin, und zwar einmal das Spiel Power Ranger. Da sieht man so einen gelben Sticker noch auf der Seite und hinten, ui, da muss ich noch ein bisschen dran rum basteln bzw. reinigen. Ja. Aber der Preis für das ganze Paket war sehr, sehr fair und somit ist das überhaupt kein Thema nicht. Und das sind ja nicht die Hauptspiele, um die es mir gegangen ist, sondern da drin sind die Warenschätze noch, und das waren eigentlich so Sachen wie, ja, wenn es schon hergibt, dann nehme ich es gern mit für meine Sammlung. Ja. Gut, das waren mal Power Rangers und dann das Spiel Battletoads. Auch in einem ja, ganz guten Zustand. Hinten auch sehr, sehr schön. Also eigentlich, das gefällt mir ganz gut. Ja? Also ein bisschen besser natürlich als das Power Ranger. Und da habe ich gesagt, da hat der Preis im Gesamten passt. So Bundlepreise machen immer Sinn, weil dann geht das eine oder andere Spiel mit, beziehungsweise ist dann um einiges günstiger. So, aber jetzt kommen wir zu dem wichtigen Part, zum Nintendo. Und zwar, da habe ich jetzt das Spiel, haha, auch wieder natürlich für meine Sammlung, und zwar das Spiel Pinbot, ja, in seinen tollen Plastic Sleeves, sehr cool, freut mich auch. Ja, ma. Schaut euch den Zustand an. Wunderschön, ja, das gefällt mir richtig gut. Pinbot habe ich schon gehabt, aber da ist das Level bei mir ein bisschen zerrissen gewesen. Das ist praktisch ein Upgrade für meine Sammlung. Ja, und in einem sehr, sehr schönen Zustand. Richtig, richtig toll. So. Sehr cool. Ha, okay. Ah, jetzt habe ich tatsächlich noch ein Super Nintendo Spiel drin,
war doch mehr, als was ich geglaubt habe. Ja. Und zwar das Spiel Super Goals and Ghosts. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In einem ja, sehr, sehr guten Zustand. Nicht vergilbt oder was. Ja. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, bin gespannt, wie das Spiel ist. Ich kenne es jetzt gar nicht. Vielleicht lasst es gerne mal in die Kommentare wissen, was ihr zu den Spielen sagt, wie euch die Spiele gefallen. Und lasst es gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Für euch ist noch ein kleiner Klick, für mich ist ein Riesenwort. Danke! So, haben wir die Werbung auch schon drinnen. So, sehr gut. Und weiter geht's. Jetzt ist aber tatsächlich so, jetzt kommen die Nintendo-Spiele noch. Ja, eines meiner Highlights. Richtig, richtig cool. Man sieht schon, alle Retro-Fans von Nintendo wissen jetzt schon, ein goldenes Modul heißt was? Das muss ein Zelda sein. Und zwar ist es Zelda 2. Zelda 2 habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Eins habe ich natürlich gehabt, The Legend of Zelda. Und da ist der Adventure of Link. Ja, richtig cool und das auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Also, das ist schon wieder ein Spiel, das mir sehr, 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 sehr gut gefällt und natürlich für meine Sammlung sehr, sehr wichtig ist. Gell? Perfekt! The Legend of Zelda. Ah, aber steht das nicht? Was da war da? Wir lesen. So, und weiter geht's. Und. Haha, ja, gut. Das war's dann eigentlich schon im Paket. Es sind noch vier weitere Titel drin. Und ich habe euch zuerst gesagt, es wird gelb. Ja, genau so ist es. Und zwar: Das erste Spiel ist The Simpsons Bart Foster Space Mutants. Ja. Auch wieder in einem sehr, sehr schönen Zustand, gell? Also das Level auf jeden Fall gut. Hinten ist nur also ein Sticker von damals, den weiß ich nicht genau, ob ich den runternehme, aber wahrscheinlich schon. Aber das Spiel selber ist einmal in einem tadellosen Zustand. Richtig cool. Sehr, sehr schön. Also, ein Simpsons-Spiel. Und wie ich gesagt habe, es wird gelb, es kommt das zweite Simpsons-Spiel. Und zwar Batman mit Radioactive Man. Ja, und auch das in einem sehr, sehr schönen Zustand. Gell? Die Rückseite tadellos. Also richtig cool. Also ja, das wird ein richtig cooler Titel. Sehr, sehr schön. Dann der nächste Titel. The Simpsons. Bart Forrester World. Sehr gut. Bart gegen die Welt. Auch dieser Titel, der mir in meiner Sammlung abgegangen ist und auch der in einem sehr, sehr schönen Zustand. Die Spiele sind jetzt auch lauter PAL B Versionen. Gell? Also das ist auch für meine PAL B Sammlung in dem Fall. Richtig, richtig cool. Und mit dem letzten Spiel. Soweit ich weiß, habe ich alle Nintendo PAL B Versionen von die Simpsons Spiele. Und zwar ist das letzte Spiel Krusty's Funhouse. Und auch die ist in einem sehr, sehr schönen Zustand. Schaut euch das Label an, sehr, sehr cool. Nichts gekratzt oder sonstiges, wirklich sehr, sehr schön. Auch die Rückseite in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und das freut mich, weil ich habe auf einen Schlag alle Simpsons-Spiele, was es auf dem Nintendo gegeben hat. Richtig, richtig cool. Also wenn das keine super Ausbeute ist, ja, mit Pinbot und natürlich mit The Adventure of Link, muss ich sagen, also das hat sich schon mal richtig ausgedacht. Ich möchte mal Danke sagen zumjenigen, was es verkauft hat, dass ich einen sehr, sehr guten Preis gekriegt habe für sehr, sehr tolle Spiele und ich werde jetzt sicher mega viel Spaß haben. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin's euer Daniel und heute wird wieder gezockt. Danke für euch. Bis zum nächsten Mal.